Unsere Mühle befindet sich, wie bereits erwähnt, am Rand des Apenningebirges über einem breiten Tal. Lucca, die ca. 15 Kilometer westlich von unserer Unterkunft gelegene Provinzhauptstadt, liegt etwa 20 Kilometer von der toskanischen Küste entfernt am Fluss Serchio und gehört im 13. und 14. Jahrhundert zu den einflussreichsten Städten Europas. Die großen Plätze, die romanischen Kirchen und die mittelalterlichen Türme zeugen von ihrer einstigen Bedeutung. An den von vier Toren durchbrochenen Befestigungsanlagen wurde 140 Jahre lang gebaut. Auf den heute noch gut erhaltenen Stadtmauern, die lange zu den bemerkenswertesten in Italien zählten, säumen mächtige Bäume eine intensiv genutzte Promenade um den Stadtkern. Die Mauern sind wirklich gigantisch. Sie sind 12 Meter hoch und genauso breit, werden von Einheimischen als 4,5 Kilometer langer Jogging- oder Radlerparcours genauso gerne genutzt wie von Touristen aus aller Welt, uns eingeschlossen. So eröffnen sich von hier oben auch ohne Drohne Einblicke in die Gassen oder Gärten, wie hier in dem besonders markanten des Palazzo Pfanners, eines Luxushotels. Der hier ins Bild kommende Zinnenturm ist typisch für die Skyline von Lucca. Er gehört zur Basilica di San Frediano aus dem 12. Jahrhundert, die also sogar älter ist als die Stadtmauern. Kreisrunde oder ovale mittelalterliche Marktplätze findet man in vielen alten italienischen Städten. Bei Lucca ist dies der Piazza dell'Anfiteatro. Ein sehr passender Name, wie ich finde. Neben Luxus-Etablissements wie dem Palazzo Pfanner mit seinem Garten gibt es in den verwinkelten Gassen auch jede Menge kleiner Lokale, unter denen sich sicher auch der eine oder andere Geheimtipp für regionale Küche befindet. Genau wie kleine Läden mit typischen einheimischen Produkten. Auf das Pflaster in einigen engen Häuserschluchten fällt das ganze Jahr über kein einziger Sonnenstrahl, was im Hochsommer sicher seine Vorteile hat. Andere Gassen sind so ausgerichtet, dass man in dem kleinen Stückchen Himmel einen der Türme sehen kann. Wie hier den berühmten Torre Gunici, einem der Wahrzeichen Luccas mit seinen Steineichen auf dem Dach. Licht fällt natürlich auf die Plätze der Stadt, zum Beispiel auf dem Piazza di San Michele, rund um die mit Carrara-Marmor verkleidete gleichnamige Bürgerkirche. Der bekannteste Platz ist allerdings das perfekte Oval des Piazza del Mercato, der sich direkt über dem ehemaligen römischen Amphitheater befindet und daher auch Anfiteatro genannt wird. Die mittelalterlichen Häuser, die den Platz einschließen, wurden exakt auf den Zuschauerrängen von damals errichtet. Viele beherbergen im Erdgeschoss Geschäfte oder Lokale, die meist einen Eingang zum Platz und einen weiteren zur äußeren Ringgasse haben. Unsere Mühle liegt am Waldrand in einem tiefen Tal, das von unserem Hausbach in die Bergflanke gefräst wurde. Der Bach entspringt auf dem über uns gelegenen Hochplateau auf etwa 1000 Metern Höhe. Gegen Mittag scheint Ende Mai sogar die Sonne für kurze Zeit in die Schlucht. Definitiv die beste Zeit für einen Spaziergang dort. Aber auch als Aufstiegsroute in die Berge taugt der Weg. Es ist immer wieder befriedigend für alle Sinne, neben den glasklaren Kaskaden eines urwüchsigen Baches durch den Wald zu wandern. Augen, Ohren und auch die Nase werden gleichermaßen angesprochen. Licht und Schatten, kleine Wasserfälle und Gumpen machen solche Wege sehr abwechslungsreich. Im Hochsommer sind die Plätze am Bach bei Insidern sehr beliebt, um der Gluthitze in der Ebene zu entfliehen. Hier ist jetzt Schluss mit lustig. Der letzte Sturm hat einiges angerichtet und einige der hier weit verbreiteten Robinien entwurzelt oder abgeknickt.
Der Bach muss gequert werden, um an der anderen Flanke der Schlucht weiter aufzusteigen. Ja, wunderbar. Hier kann man schon Schuhe anziehen. Da dieser Weg aber nicht so frequentiert ist wie andere, gibt es hier auch keinen Steg, der uns vor einer Kneippkur bewahrt. Wie meistens auf solchen Urwaldpfaden bildet das die Vorhut. Das gibt ihm genügend Zeit, die herrlichen Düfte des Waldes zu scannen und sich die leckeren Wildschweine vorzustellen, die hier nachts patrouillieren. Das Schöne ist, er weiß, dass wir ihn immer im Auge behalten. Und deshalb bleibt er in unbekanntem Terrain immer gut auf den Wegen. Wir erfreuen uns mehr an optischen Genüssen, wie an solchen Glockenblumen im Wald.